Die Aktienmärkte sind gestiegen, obwohl die wirtschaftliche Situation sich wieder eingetrübt hat. Seit etwa Mitte Juni kann man sagen, dementsprechend muss was her? Der nächste Stimulus. Und die Aktienmärkte warten jetzt, dass das, was eigentlich schon eingepreist ist, dann faktisch in der Realität auch stattfindet, nämlich die nächste Rettungsmaßnahme nach der Rettungsmaßnahme, die dann wiederum die nächste Rettungsmaßnahme nach sich zieht. Denn wir sind so ein bisschen in einem Junkie-Modus, was diese Rettungsmaßnahmen betrifft, wenn mehr oder weniger die Hälfte der Wirtschaft nur noch über staatlichen Stimulus stattfindet, dann ist die Frage, wie soll eigentlich dieser Stimulus dann abgesetzt werden? Das ist so wie bei Junkies, die haben dann auch ein Problem. Wenn die Drogenzufuhr nicht mehr klappt, dann ist die Laune nicht mehr besonders gut. Und die Aktienmärkte haben eigentlich ganz gute Laune und dementsprechend muss jetzt der nächste Schuss her, sonst wird es ein bisschen eng. Schauen wir uns mal die Lage an, wie derzeit die Verhandlungen stehen. Trump will praktisch ja die Lohnsteuer erstmal aussetzen. Man spricht derzeit mit den Demokraten und Madoff sagt zum Beispiel, der Republikaner, also wenn jetzt nicht bald was passiert, wir liegen noch sehr weit auseinander, dann muss Trump wohl einen Alleingang machen und das plant er auch. Er will nämlich eine Exekutivorder geben, dass im Prinzip die Dinge, die jetzt schon der Fall sind oder noch der Fall sind oder der Fall gewesen sind bis Ende Juli, dass die fortgesetzt werden. Aber diese ganze Geschichte ist hochgradig verfassungsmäßig umstritten. Kann er das überhaupt? Möglicherweise ist das nur so ein Druckmittel, um die Demokraten jetzt zu einem Abschluss zu zwingen. Die Demokraten wollen ja ein Riesenpaket, 3,5 Billionen, das sei der Krise angemessen, so Pelosi. Die Republikaner sind da ein bisschen skeptischer, was die Größe betrifft, ohnehin die Verschuldung der USA ja durch die Decke schießend und vielleicht auch deswegen der Dollar unter Druck. Das ist ja einer der großen Trends, die wir derzeit sehen. Rohstoffe, respektive die Edelmetalle, gehen nach oben, der Dollar geht nach unten, die Anleiherenditen fallen tendenziell weiter. Die Tech-Aktien scheinen so ein bisschen jetzt die Rallye zu unterbrechen, während dann zum Beispiel die konservativen Werte, die nicht so gut gelaufen sind aus dem Dow Jones oder auch aus dem Russell 2000, diesem Nebenwerteindex, jetzt ziemlich gut performen. Mal sehen, ob dieser Trend weitergeht. Schauen wir uns an, dass auch die Fed langsam besorgt ist. Wir hatten drei Redner jetzt in den letzten Stunden, Mester, Clarida und Kaplan, die alle gesagt haben, das trübt sich doch deutlich ein. Wir hatten gestern die ADP-Arbeitsmarktdaten, die doch durchaus schwach waren. Morgen kommen die großen US-Arbeitsmarktdaten, möglicherweise schon so ein kleiner Hinweis darauf, dass die vielleicht nicht so toll werden. Wir haben heute ja, das wollte ich eigentlich nicht jetzt zeigen, sondern das wollte ich zeigen, wir haben heute ja die US-Erstanträge, die ja zuletzt wieder gestiegen sind auf 1,4 Millionen. Wir sehen also, dass der Jobmarkt wieder Schwierigkeiten kriegt und das sieht man auch in den sogenannten Continuing Claims, die wieder über 17 Millionen gestiegen sind. Also hier geht der Trend wieder nach oben. Wir haben zwar Aufschwung, Konjunkturdaten teilweise, wie gestern den ISM-Index, Dienstleistungen, aber die Jobkomponente, die scheint da nicht mitzulaufen und ein Aufschwung ohne Jobs ist kein wirklicher Aufschwung. Ich wollte jetzt noch mal kurz das zeigen, was Sie vorhin schon gesehen haben, nämlich hier Donald Trump, der wieder unter Druck ist, ein bisschen durch die sozialen Medien, Twitter und Facebook, haben Videos gelöscht oder haben einen Tweet gelöscht, respektive ein Video, Facebook in dem Fall, bei dem Trump in einem Interview gesagt hat, Kinder seien ja weitgehend immun gegen das Coronavirus, ist natürlich ziemlicher Unsinn. Niemand ist immun gegen das Coronavirus, auch Kinder nicht, nur bei denen ist die Krankheit, wenn sie denn da der Fall ist, in der Regel sehr milde, da passiert nicht so wahnsinnig viel, aber sie sind eben deswegen nicht immun. Hier hat also Twitter und Facebook wieder den Kampf gesucht gegen Donald Trump. Es hieß zunächst mal, dass der Twitter-Account von Trump selbst deaktiviert worden sei, ist aber nicht der Fall, sondern nur der Trump-Kampagne, also praktisch eines Wahlkampfteams, da ist etwas ausgesetzt. Und apropos Wahlkampf, Trump will jetzt unbedingt Joe Biden herausfordern, im frühen September praktisch ein Duell, ein TV-Duell gegen Joe Biden. Das wäre wahrscheinlich das, was Joe Biden jetzt erstmal vermeiden will. Er braucht ja eigentlich sich nur wegducken, abducken und Trump macht ja teilweise durchaus auch nicht so eine gute Figur teilweise. Dementsprechend ist es vielleicht für Biden keine schlechte Strategie, erstmal so ein bisschen abzuwarten. Biden will ja jetzt die Vizepräsidentin ernennen, so er denn selber Präsident wird, also praktisch den zweiten Mann, respektive sehr wahrscheinlich die zweite Frau.
Und da Joe Biden ja schon ein bisschen älter ist, ist es eben dann wahrscheinlich, dass diese Vizepräsidentin, wenn er denn selber Präsident werden würde, möglicherweise seine Nachfolgerin werden würde. Deswegen achten die Amerikaner da sehr, sehr stark darauf. Wir hatten gesehen, die Erstanträge, wir hatten gesehen, die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe heute 14:30 Uhr, das Kerndatum vor den morgigen US-Arbeitsmarktdaten. Wir sehen hier die Reaktion der Märkte in den letzten Tagen und wir sehen immer wieder diese Aufwärtsgaps vor Beginn des US-Handels und im US-Handel passiert dann eigentlich gar nicht mehr viel. Diese Asien-Rampe hat sich jetzt so ein bisschen in den europäischen Handel mehr rein verschoben. Wir könnten also sagen, wir haben eine Europa-Rampe. Hier sehen wir zum Beispiel mal die asiatischen Indizes, den China A50, also praktisch einen maßgeblichen chinesischen Index, der Anfang Juli ja durch die Decke geschossen war, nachdem Chinas Führung angedeutet hat, wir könnten interessiert daran sein, dass die Aktienmärkte steigen, aber seitdem geht es tendenziell nach unten. Hier sehen wir den Nikkei, der praktisch im Juni sein Hoch erreicht hat. Seitdem geht es mehr oder weniger seitwärts. Also die Asienrampe ist nicht wirklich unterlegt jetzt durch die asiatischen Aktienmärkte, sondern das sind Future-Zockereien, die dann teilweise eben jenseits des Aktienhandels stattfinden. Ich hatte vorhin gesagt, dass der Nasdaq gestern so ein bisschen eine Verschnaufpause gemacht hat. Liegt vielleicht auch an der Abstufung von Apple durch Bank of America. Gestern liegt vielleicht daran, dass bekannt wird, dass Insider wie etwa Jeff Bezos massiv Aktien verkaufen. Für 3 Milliarden hat er jetzt Aktien abgesetzt, kürzlich, besitzt aber noch 55 Millionen davon. Also der hat noch ein bisschen was in der Hinterhand. Wir sehen interessante Relationen, zum Beispiel Silberminen und Nasdaq. Wie gesagt, Nasdaq jetzt so vielleicht ein bisschen erstmal mit einer Pause, aber die Silberwerte, Silberminen könnten deutlich steigen jetzt und steigen könnten vielleicht auch die Rohstoffe. Hier sehen wir Commodities in Relation zu den Edelmetallen. Gold hier zum Beispiel, sehen wir, dass die Edelmetalle deutlich besser gelaufen sind oder das Edelmetall Gold, während die Rohstoffe nicht so gut gelaufen sind. Also das ist etwas, was vielleicht jetzt kommen wird, die nächste Hosse dann sozusagen bei den Rohstoffen stattfinden wird, wenn irgendwann die Edelmetalle dann ausgezockt sind sozusagen. Und apropos Zocken, wir sehen, dass eine neue Wendung im Fall Wirecard der Fall ist. Hier hat der ehemalige Asienchef, der ist tot aufgefunden worden, mit 45 Jahren, also sehr früh verstorben. Der galt als Intimus von Masalek, der ja nach wie vor flüchtig ist und möglicherweise die Kernfigur in diesem Wirecard-Skandal ist. Schauen wir abschließend noch ein paar Charts, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen, das ist der DAX 12.639. Alle Charts hier auf Stundenbasis und alle von capital.com. Wir sehen hier also eine intakte Seitwärtsbewegung, wenn man so will. Schauen wir uns mal den Nasdaq an. Der ehemalige Highflyer, der jetzt bei 11.100 Punkten hantiert. Wir sehen allerdings Bewegungen heute Morgen vorwiegend wieder in Gold. Jetzt neues Hoch 2053. Wir sehen Silber, das jetzt im Bereich 2780 ist. Also hier praktisch dieser neue Trend. Wir kaufen Edelmetalle, wir kaufen Gold und Silber. Irgendwann kommt wahrscheinlich dann der nächste Trend Rohstoffe, dann kommt irgendwann der nächste Trend, die Flut hebt eben alle Boote und irgendwann wird jeder alles mal nach oben gezockt. Das ist normal, das ist schlichtweg die Folge eben dessen, was wir derzeit durch die Notenbanken sehen. Aber die Märkte, die Aktienmärkte mindestens, die brauchen jetzt ein Signal, dass da was vorangeht in Sachen Stimulus. Sonst droht ein eigentlich typisches Muster Anfang August einzusetzen, nämlich eine Korrektur. Wir werden sehen, jetzt das Allerbeste Ihnen. Bis dann, ciao.